Shalom, Shalom! Wieder aus dem wunderbar schönen Uganda. Heute ist es besonders warm. Es tut mir leid, wenn ich vielleicht für euch zu locker gekleidet bin. Ich habe keine Ahnung, wie das Wetter in Ems zurzeit ist. Aber bei uns scheint die Sonne. Und nach diesem YouTube werde ich schwimmen gehen. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch so ermutigen, Gott zu glauben, dass trotz aller Widerstände, trotz aller Verrücktheit, die zurzeit auf der Welt geschieht, dass er trotzdem gute Pläne für dich hat und eine Zukunft und dein Leben noch sehr, sehr fruchtbar werden kann. Ich möchte heute, dass Gott nicht die Begabten beruft, sondern er begabt die Berufenen. Und die Schriftstelle, die hier im 2. Korinther 12, 9 ist, ist für viele Leute sehr unangenehm, denn keiner von uns will schwach sein. Aber hier sagt der Herr, jedes Mal sagt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Also ich habe noch niemanden getroffen, der gerne schwach ist. Aber ihr Lieben, Schwäche, und zwar die Schwäche, wo wir nicht mehr uns in unserem eigenen Leben die Stärke finden, sondern, das ist die Schwäche, sondern unsere Kraft in der Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, nicht mehr ich mich meiner mir, Herr segne doch uns vier, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ja, also großartige Männer, ihr Lieben, werden nicht geboren, die werden durch das Leben geformt. Und zwar durch die richtigen Entscheidungen ihres Lebens. Wenn wir die Helden der Bibel betrachten, dann wird uns sehr klar, schnell klar, dass die meisten einen ganz normalen Hintergrund hatten, aus normalen, einfachen Familien kamen und in einfachen Berufen arbeiteten. Und vor allem, sie hatten es nicht immer leicht im Leben, sahen sich vielen Widerständen gegenüber und waren nicht immer diejenigen, die für eine Aufgabe am geeignetsten schienen. Ich muss euch nur sagen, ich hätte mich selbst nie gewählt für das, was Gott mit mir gemacht hat. Und ich habe ihn schon einmal gefragt, habe gesagt, Papa, wieso hast du mich gewählt? Ich hätte mich nicht gewählt. Hat er gesagt, weil du mir nicht im Wege stehst. Dann habe ich gesagt, gell, da bin ich zu dumm dazu und sah ein großes Lächeln. Ihr Lieben, Gott ist in denen mächtig, die ihm nicht im Wege stehen mit ihren eigenen Ideen. Wisst ihr, die meisten kommen zu Gott mit ihren Vorschlägen, mit ihren großen Ideen und Gott sagt, lebe meinen Traum. Mein Traum ist größer, als du es dir je vorstellen kannst. Also, die Beispiele, zum Beispiel die Esther, ein Waisenmädchen. Esther war eine Jüdin, sie war eine Adoptivtochter. Ihr Cousin Mordechai hat sie adoptiert. Also, man kann sagen, da war nicht alles sehr rosig in ihrem Leben. Die Eltern schon sehr jung zu verlieren, ist ein großer Schmerz für ein Kind. Ja, und sie war Jüdin in einem fremden Land. Und in Esther 2,7 lesen wir, Mordechai hatte eine Cousine mit Namen Hadassa. Und das heißt übersetzt Esther. Er war ihr Vormund, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Die junge Frau hatte eine schöne Figur und ein hübsches Gesicht. Nach dem Tod ihrer Eltern nahm Mordechai sie in sein Haus und zog sie wie seine eigene Tochter auf. Sie lebte mit ihrem Cousin im Exil in Susa. Und ich glaube, keiner lebt gerne im Exil. Susa war eine Stadt im babylonischen Elam, wo sich die persischen Könige für einige Zeit des Jahres aufzuhalten pflegten. Es war zur Blütezeit des persischen Großreiches. Herrscher im Land war Ahasverus oder auch Xerxes, der von ca. 486 bis 465 vor Christus regierte. Und wir wissen die Geschichte von der Königin Vasti, die vom König gerufen wurde. Er wollte sie vorführen bei einem Gelage und die Leute, diese ganzen Mitregierenden waren schon sehr betrunken und sie hatte sich verweigert. Und dann wurde sie verstoßen vom König Ahasverus. Und dann hat er Vasti gewählt. Dann hat er die Esther gewählt. Die hat seine Gunst gefunden und wurde die neue Königin.
Und jetzt kommt eigentlich der Bericht, wozu Gott sie in diese Position gebracht hat. Wisst ihr, jeder Segen ist für uns auch eine Verantwortung. Jeder Segen ist für uns auch eine Prüfung. Wie gehen wir mit dem Segen um? Nehmen wir ihn nur für uns in Anspruch oder sind wir ein Segen oder erlauben wir dem Segen, den wir bekommen, an andere weitergegeben zu werden? Ich sage immer, wir müssen gesegnet sein, um ein Segen sein zu können. Und diese Esther oder Hadassah war von Gott auserwählt für diese Zeit. Sie hatte keine Ahnung, als sie Königin wurde, was der Plan Gottes letztendlich für sie ist. Und der Pflegevater Mordechai, der war ein gläubiger Jude und der hat die Verehrung des Großviziers Haman verweigert. Und dieser wurde darüber sehr zornig. Und so wollte er nicht nur den Mordechai, sondern alle Juden in diesem persischen Reich töten lassen. Und so ließ Mordechai eine Botschaft an seine Adoptivtochter Esther bringen und bat sie um Hilfe. Und zwar um Hilfe, dass sie diese Not aufdeckt, der Juden. Und nach kurzem Zögern setzte sie mit großem Mut ihr Leben ein und wagte es, vor den König zu treten, was ohne Erlaubnis der Todesstrafe verboten war. Wisst ihr, wir haben Positionen mit Einfluss, um einzutreten für andere, die diese Gelegenheiten nicht haben. Und ihr könnt dann nachlesen, lest das Buch Esther. Es ist wirklich spannend, mit welcher Weisheit diese Königin Esther das Ganze aufgedeckt hat, was eine Verschwörung war gegen alle Juden. Also mit Klugheit und Umsicht gelang es ihr, Hamans Pläne zu vereiteln und ihrem Adoptivvater Mordechai zu einer Stellung am Hof zu verhelfen. Durch ihr mutiges Handeln, und was war das mutige Handeln? Sie wurde extrem schwach. Sie hat gesagt, wenn ich umkomme, komm ich um. In der Offenbarung steht eine Schriftstelle. Sie haben ihn überwunden, sie, die Christen, haben ihn, den Teufel, überwunden. Durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod. Und das sehen wir hier bei der Adoptivtochter Esther. Sie hat ihr Leben nicht lieb gehabt bis in den Tod. Sie war bereit, ihr Leben hinzulegen, damit Gott seine Pläne durchziehen kann. Und davon lesen wir in Esther 4, 16b, kannst du nachlesen. Und durch ihr mutiges Handeln wurde das gesamte jüdische Volk im Persischen Reich vor dem gewaltsamen Tod verschont. Esther und Mordechai haben Vorbildcharakter. Auch unter Verfolgung blieben sie treu und setzten sich für das Wohl und den Schutz anderer ein. Und obwohl Esther als Königin sicher eine gute Stellung hatte, war sie doch ein einfaches Mädchen, deren Einfluss durch Gesetze, sie durfte sich dem König nicht unerlaubt nähern, doch sehr begrenzt war. Aus einem Waisenkind, einer Jüdin im Exil, wurde eine Retterin des gesamten jüdischen Volkes. Gott begab die Berufenen. Und ich glaube, Gott sucht heute in unseren Tagen Frauen, die bereit sind, mutig zu sein, ihr Leben niederzulegen, um anderen zu helfen. Der nächste, den wir betrachten wollen, ist David, ein Hirtenjunge, der jüngste in seiner Familie. David war Hirte, Tag und Nacht verbrachte er draußen im Freien mit den Tieren. Er kämpfte mit Löwen und Bären, das lesen wir im 1. Samuel 17, 36a, um das Leben der ihm anvertrauten Herde zu schützen. Seine freie Zeit verbrachte er damit, Steine mit einer Schleuder mit absoluter Sicherheit ans Ziel zu bringen. Außerdem spielte er die Harfe und lobte Gott. Also er nutzte die Zeit als Hirte. Draußen im Feld, er nutzte die Zeit und übte sich in seinen Talenten. Als Jüngster war er nicht geachtet unter seinen Brüdern. Und als der Prophet Samuel kam, um einen neuen König zu salben, wurde David auf dem Feld vergessen.
Wie oft wurdest du schon vergessen in deinem Leben und andere bevorzugt? Ich sehr oft. Aber Gott vergisst uns nicht. Und erst als der Prophet Samuel den Vater fragte, ob das alle seine Söhne sind, denn er hat von Gott keine Freiheit bekommen, diese gut aussehenden jungen Männer von herrlicher Statur zu salben als König. Und er fragte, sind das alle seine Söhne? Und sagte sie, nein, einer ist noch am Feld. Holt ihn. Und sie haben ihn geholt. Er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach, ja, das ist er, salbe ihn. Das lesen wir in 1. Samuel 16, 12. Aber doch war er da. Er wurde jetzt gesalbt als zukünftiger König Israels. Aber das war noch nicht offiziell. Saul war der Regent, der wurde jedoch immer wieder von einem bösen Geist befallen. Und da lesen wir im 1. Samuel 16, 17 bis 18. Dieser böse Geist hat ihn wirklich, ich glaube, es war eine Besessenheit. Da befahl Saul seinen Dienern, sucht jemanden, der gut spielen kann und bringt ihn her. Einer der Diener erwiderte, ein Sohn Isaias aus Bethlehem ist ein begabter Hafenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann und der Herr ist mit ihm. Von all dem, glaube ich, ist das Wichtigste, der Herr ist mit ihm. Und David wurde dann auf diese Weise in den Dienst des Königs Saul aufgenommen. Mit den Gaben, die er in der Wüste oder halt dort auf der Weide mit den Schafen geübt hat. Ohne dass ihn jemand beobachtet hat und auch keine Ahnung hatte, ob er das je außer zur Ehre Gottes verwenden wird. Aber der David diente dem Saul und Saul gewann ihn lieb. Schließlich wurde er sogar sein Waffenträger. Und wann immer der böse Geist über Saul kam, nahm David die Harfe, spielte darauf und Saul fand Erleichterung. Sofort ging es ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Durch sein tägliches Training in der Wüste war David ein geschickter Schütze geworden. Als er hörte, wie der Riese Goliath das Volk Gottes verhöhnte, verspottete und verängstigte, ging er auf das Schlachtfeld und sagte zu Saul, mach dir keine Sorgen mehr, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Muss man sich vorstellen, er war klein, er war jung, hatte keine militärische Ausbildung, aber er hatte ein Herz, das mit Gott eins war. Im 1. Samuel 17, 32 lesen wir das. Was dann folgte, ist eine sehr bekannte Geschichte. David nahm 5 Steine und schleuderte einen direkt in Goliaths Gesicht, in seine Stirn, genau hierher. Der fiel auf der Stelle tot um, ohne jegliche Rüstung. Ein Schwert oder Ähnliches hatte er den gefürchteten Gegner überwunden. Ja, ihr Lieben, das sind nicht die Kampfgebärden der Welt. Das ist ein Kampf im Geist. David wurde war offensichtlich nicht die erste Wahl, wenn man an einen König dachte. Aber Gott wollte genau ihn mit seinen Fähigkeiten. Keiner hätte gedacht, dass der Junge mit seiner Steinschleuder ein geeigneter Kämpfer wäre und es gar gegen den furchteinflößenden Gegner Goliath aufnehmen könnte. Doch Gott hatte einen Plan. Gott hat einen Plan mit dir. Er weiß, was er tut. Gott weiß immer, was er tut. Denke nicht zu gering von dem, was du kannst. Also wenn man denkt, nur Steine schleudern, das ist eigentlich nichts Großartiges. Aber genau damit konnte er diesen Lästerer Gottes schachmatt setzen. Vielleicht erscheint es dir wie eine Kleinigkeit, etwas, was du nur kannst, weil du es unter widrigen Umständen lernen musstest. So wie David, er allein auf dem Feld lernen musste, mit der Schleuder umzugehen. Doch Gott kann es gebrauchen zu seiner Ehre. Er begabt die Berufenen. Dann Mose.
In 1. Korinther 1,29 steht, damit kein Mensch sich vor Gott rühmen kann. Ich glaube, im Himmel wird keiner sein und sagen, ich war so großartig, sondern Gott war großartig in mir. Gott hat großartige Pläne und er hat sie durch mich, Schwächling, durchgezogen. Dieser Vers ist nicht nur im Neuen Testament eine Wahrheit, er war auch schon zu Mose-Zeiten wahr. Mose konnte das Volk Gottes nicht aus eigener Kraft befreien. Er musste lernen, dass das Werk Gottes nicht durch menschliches Vermögen, sondern nur durch absolutes Vertrauen auf und absolute Abhängigkeit von Gott getan werden kann. Also ich bin jeden Tag mehr denn je überzeugt, dass vollkommene Abhängigkeit von Gott das größte Kompliment eines Menschen ist. Ich habe zum Beispiel gehört, dass die Mutter Teresa gefragt wurde, wo sie ihre Kraft hernimmt. Sagt sie, ja, der Tag hat 24 Stunden und ich hänge mich 24 Stunden an Jesus. Wenn er mehr Stunden hätte, würde ich mich mehr an Jesus hängen. Er ist meine Kraft. Und je mehr Gott dich verwendet in seinem Reich, umso mehr wirst du erkennen. Wir brauchen seine Gegenwart, seine Kraft, seine Liebe, seine Weisheit, sein alles. Jede Sekunde, um das zu vollbringen, wozu Gott uns auf die Welt gestellt hat. Ja, also wir brauchen absolutes Vertrauen und absolute Abhängigkeit von Gott. Und da sind wir besonders in der westlichen Welt etwas sehr verunsichert. Denn wisst ihr, tun. Wir beziehen sehr stark unseren Wert aus dem, was wir leisten. Wenn Gott dich verwenden will, dann wirst du deine ganze Ehre gerne Gott geben, weil du weißt, das hast du nicht geschaffen. Du darfst dich freuen, aber die Ehre gebührt Gott. Jedes Werk aus eigener Kraft, das der Mensch versucht, jedes Werk aus eigener Kraft, das der Mensch versucht, ist zu Gott zu bringen, muss ausgeschaltet werden. Wisst ihr, selbst ist das größte Problem im Reich Gottes. Selbst. Selbstverwirklichung, Selbstverherrlichung, Selbstschutz. Selbst ist, da vertraust du dir selbst. Ich bin an dem Punkt, wo ich jeden Tag sage, Papa, wenn du nicht mich durchziehst durch alle Situationen, wird der Tag ein totaler Flop. Aber ich hänge mich an dich und ich vertraue dir, dass du mir alles gibst für alles, wozu du heute in diesem Tag mich vorbereitet hast. Und dann komme ich aus dem Steinen nicht heraus, aus dem Staunen. Tatsächlich sagt Gott zu uns, genau wie zu Mose, es gibt nur einen Boden, auf dem du mich erreichen kannst, und das ist heiliger Boden. Du kannst kein Vertrauen in dein Fleisch setzen, weil kein Fleisch in meiner Gegenwart bestehen kann. Und Fleisch ist Eigenkraft. Als Gott zu Mose sprach, legte er ein besonderes Augenmerk auf seine Schuhe. Komm nicht näher, befahl Gott zu ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Das lesen wir im 2. Mose 3,5. Unsere Füße gehören zu den empfindlichsten Teilen unseres Körpers. Letztlich sind die Schuhe ein Schutz für unser Fleisch. Sie schützen uns vor Steinen, vor Schlangen, vor Schmutz und Staub, vor dem heißen Gehweg. Verstehst du, was Gott Mose hier zuletzt sagen will? Er gebraucht einen gewöhnlichen Alltagsgegenstand, um ihm eine geistliche Lektion zu erteilen. Genau wie Jesus später Münzen, Perlen, Kamele und Senfsamen gebrauchte, um geistliche Wahrheiten deutlich zu machen. In anderen Worten sagte er, Mose, du trägst eine Rüstung, um dich vor Verletzungen zu schützen. Aber nichts wird in der Lage sein, dich zu schützen, wenn ich dich nach Ägypten in diese Lasterhöhle schicke, um dem kaltherzigen Diktator gegenüberzutreten. Du wirst in Situationen kommen, in denen nur ich dich befreien kann. Und ich habe das jetzt so oft erlebt. Im Nachhinein habe ich erkannt, wie Gott mich beschützt hat. Zum Beispiel, als wir dieses verfluchte Gebiet, auf dem ich jetzt gerade sitze, ehemalige verfluchte Gebiet,
wo ich die Papiere unterschrieben habe, war ich tief im Busch. Und ich nahm den höchsten Politiker der Gegend mit, damit er ein Zeuge ist mit mir. Und wir sind am Abend herausgefahren, es war schon dunkel, und ich bin nach Hause gekommen. In den Morgenstunden rief mich jemand an, sagt: Maria, weißt du, welche Gnade du gestern Abend hattest? Sag ich: Nein. Sagt er: Du warst das letzte Auto, das aus dieser Gegend ungeschädigt herausgekommen ist. Alle Autos nach dir wurden gestoppt von Straßenräubern, die Menschen an die Bäume gebunden und die Autos sind verschwunden. Du warst das letzte Fahrzeug. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Wessen Verdienst ist das? Gott hat mich bewahrt. Und so spüre ich immer wieder, wie Gott seine starke Hand auf meinem Leben hat und auf deinem Leben. Ja. Also wenn du nicht alles Zutrauen in deine eigenen Fähigkeiten aufgibst, deine Demut, deinen Eifer und deine Ergebenheit, wirst du nicht in der Lage sein, das zu tun, was ich dir auftrage, sagt der Herr. Alle deine Fähigkeiten werden wertlos sein, wenn ich sie nicht heilige. Ihr Lieben, alles muss zuerst durchs Kreuz, bevor es im Reich Gottes ein Segen wird. Zu mir kam einmal eine Frau, eine ganz bekannte Sängerin in Amerika. Und als sie kam, sagte ich: Maria, kann nicht mehr sprechen. Also in anderen Worten hat sie gesagt: Ich kann nicht mehr sprechen. Ich habe meine Stimme verloren. Ich konnte es vom Mund ablesen. Ich sage: Was ist denn passiert? Sagt sie: Ich wache auf und ich habe keine Stimme mehr. Dann habe ich sie gefragt: Ist deine Stimme das Wichtigste in deinem Leben? Sagt sie: Ja. Sage ich: Dann muss Gott sie wegnehmen. Alles, was dir wichtiger ist als deine Beziehung zu ihm, wird ein Hindernis im Reich Gottes. Dann habe ich gesagt zu ihr: Weißt du, sobald du den Götzendienst bekennst, sie war Gospelsängerin, sobald du den Götzendienst bekennst und nicht mehr dich identifizierst über diese Gabe, die Gott dir gegeben hat, aber die du jetzt als dein eigen annimmst, wird Gott dir die Stimme zurückgeben. Sie hat dann gebetet mit mir, also nur mit ihren Lippen, also nur mit dem Ablesen von ihren Lippen. Und sie hat Buße getan für den Götzendienst ihrer Stimme. Ich sag's euch, nach 3-4 Tagen hat sie ihre Stimme zurückbekommen und wurde viel, viel besser als vorher. Jetzt war die Salbung Gottes auf ihr, auf dieser Stimme. Und sie war sehr dankbar. Sie musste durch diesen Zerbruch durch. Wenn ihr mal denkt, der Mose, das hätte ich doch vorher sagen sollen, der wurde am Königshof groß von Ägypten durch wunderbare Fügungen, die auch, wo der Herr seine Hand darin hielt. Und dann ging er hinaus und sah, wie ein Ägypter einen Hebräer quält und er erschlägt den Ägypter. Er verscharrt ihn sofort im Sand und glaubt, es hat es niemand gesehen. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus. Dann sagen die Hebräer zu ihm, die zwei, die gerade ein kleines, etwas lautes Gespräch miteinander führten, sagen sie zu ihm: Willst du uns genauso entfernen wie den gestern? Und jetzt wusste er, es ist bereits am Licht. Und er wusste, darauf steht das Todesurteil für ihn. Und er floh in die Wüste. Das ist eine lange Geschichte, lest wirklich das Leben Mose. Und dann war er in der Wüste, 40 Jahre. Ihr Lieben, wenn ein Königssohn 40 Jahre in der Wüste Schafe hütet, der denkt nicht mehr wie ein Königssohn, der schaut nicht mehr aus wie ein Königssohn, der kleidet sich nicht mehr wie ein Königssohn, der hat nicht mehr die Identität eines Königssohns. Und jetzt hat er einen Stab, das war der Hirtenstab. Und das war seine Identität. Und dann kommt Gott und sagt: Wirf den Stab nieder. Also ich habe schon früher gepredigt, das ist für mich richtig lustig. Ich denke mir, ich hätte gesagt: Also lieber Gott, jetzt habe ich alles losgelassen für dich, aber der blöde Stecken kann dir doch nichts mehr bedeuten. Aber Mose gehorchte Gott. Er warf den Stab nieder und zu seinem Entsetzen wurde es eine Schlange. Wisst ihr, alles, worin wir Menschen, der Stecken war ja nichts Böses,
Aber der Stecken war einfach seine Identität. Und die warf er nieder. Die ließ er los. Wir müssen alles zuerst loslassen, bevor es für Gott ein Segen wird. Und dann sagt Gott zu einem Hirten, der 40 Jahre in der Wüste lebt, pack diese Schlange jetzt beim Schwanz. Und da kann ich mir gut vorstellen, ich hätte gesagt, also lieber Gott, weißt du, ich lebe jetzt 40 Jahre in der Wüste, ich bin hundertprozentig überzeugt, Schlange, Schwanz, beißen. Und da hat Gott geprüft, ob die Logik des Mannes sich den Anordnungen Gottes unterstellt. Er hat diese Schlange wieder um den Schwanz gepackt und es wurde ein Stab. Der hat genauso ausgeschaut wie der vorher, aber jetzt war die Kraft Gottes in dem Stab. Alles, was du loslässt, bekommt die Kraft Gottes und hat eine ganz andere Auswirkung in deinem Leben. Es kommt die Salbung Gottes darauf. Ja, und diese, wisst ihr, der Mose war eingeladen im Königshof und da kamen alle Zauberer. Die hatten Zauberstäbe. Die warfen die Zauberstäbe hin und die waren lauter Schlangen. Und dann hat Gott seinen Hirten den Stab hingeworfen. Den ehemaligen Hirtenstab. Und diese Schlange hat alle anderen gefressen. Wisst ihr, was wir Gott geben, das ist sowas von, man kann es keiner erklären, aber da kommt die Salbung Gottes dann hinein. Und dann erst wird es unwahrscheinlich gesegnet. Zum Beispiel wollte ich ja immer 10 eigene Kinder haben. Und diesen Wunsch aufzugeben, das war für mich das Allerschwierigste. Aber letztendlich habe ich es dann aufgegeben und heute nennen mich Tausende von Kindern Mama. Und ich freue mich sehr, dass ich eine Mutter sein darf, auch für Nationen. Und so hat Gott große, große Pläne für dich. Große Pläne. Ja, also, ja, der Mose. Ich sage es euch, wir müssen loslassen, alles, worin wir unsere Identität finden. Denn dieser Mose hat viele Prüfungen gehabt, die er dann durchstehen musste in der Wüste. Ohne Lebensmittel, ohne Geschäfte, ohne Einkaufszentren, nicht mal einen Brunnen gab es, musste er sich in Bezug auf alles gänzlich auf Gott verlassen. Ja, mir wurden vor Jahren Milliarden von Dollar angeboten für Vision für Afrika, aus einem amerikanischen Fonds. Und die Leitung die Leitung in Deutschland, Österreich, Schweiz, die waren begeistert, dass wir so viel Geld bekommen. Und ich habe gehört von Gott, nimm es nicht. Dieses Geld wird die Abhängigkeit zu mir zerstören. Ihr verlasst euch auf das Geld und es wird das ganze Werk zerstören. Ich sage, nein, dieses Geld wollen wir nicht. Ich habe dann später erfahren, dass dieses Geld aus einem Illuminati-Fonds gekommen ist. Und ich war so erleichtert. Wisst ihr, was Gott anschafft, das zahlt er. Da brauchst du keine eigenen Wege beschreiten. Ja. Ja. Also der Mose. Bist du bereit, all dein Vertrauen auf mich zu setzen, sagt Jesus. Der Mose, was der dann für Wunder in der Wüste erlebt hat, war unwahrscheinlich. Täglich ist Manna vom Himmel gefallen. Die Kleider sind nie kaputt geworden, die Schuhe sind nie zerstört worden. 40 Jahre, das muss man sich vergönnen. Für Tausende von Menschen musste er für Wasser sorgen, für Essen, für Unterkünfte, allein die Toiletten. Also was der Mose geleistet hat, aber das hätte er nie leisten können als Königssohn, nie leisten können als Hirtenjunge. Das konnte er nur leisten, weil er wusste, Gott ist mein Versorger. Gott hat mich dahingestellt und wozu er mich berufen hat, da begab er mich auch. Dann der Noah war ein einfacher Mann, ohne Fachwissen. Ich glaube nicht, dass er Tischler war. Er war überhaupt nicht ausgebildet für die Aufgabe, die er erfüllen sollte. Im 1. Mose 6, 8 bis 12 lesen wir, Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Noah war ein Gerechter, der einzige fehlerlose Mensch,
der damals auf der Erde lebte. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japheth. Und die Menschen waren böse und gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie waren voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott heute ziemlich ähnlicher Meinung ist über viele Teile der Welt. Also Noah war wirklich ein Mann des Glaubens. Er wandelte mit Gott in einer bösen Welt. Gott konnte ihm voll und ganz vertrauen. Da hat mir neulich jemand den Vergleich gegeben, der Noah war ein Amateur. Also der hat keine Ausbildung gehabt, um so ein riesen Schiff zu bauen. Wisst ihr, von allen Tieren der Welt waren zwei Stück drinnen und seine Familie und das ganze Futter für eine ziemlich lange Zeit. Und die Titanic wurde von Experten gebaut, die gesagt haben, die wird nie untergehen. Welches Schiff hat überlebt? Das Schiff des Amateurs, der in vollkommener Abhängigkeit von Gott dieses Rettungswerk geschaffen hat. Und die Experten von der Titanic mussten sich eingestehen, wir sind nicht vollkommen. Also Gott beauftragte Noah, der nichts hatte, außer seinem Vertrauen auf Gott, die Arche zu bauen. 100 Jahre werkelte er, verspottet und ausgelacht von vielen, an einem Schiff auf einem Berg, auf dem es nie regnete und wo weit und breit kein Wasser war. Also wenn das nicht eine enorme Herausforderung für den Glauben Noahs ist. Doch er gehorchte Gott, als er vor eine wahrhaft schwere Aufgabe gestellt wurde. Er hatte sicherlich keine Ahnung, wie man ein Schiff konstruieren musste. Immer wieder heißt es, Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. 1. Mose 6, 22 und 1. Mose 7, 5. Und ihr Lieben, das ist das Geheimnis des Lebens. Jesus hat jeden Tag auf Gott geschaut, dem Vater. Und das getan, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und das soll auch unser Auftrag sein. Wenn ich aufstehe in der Früh, sage ich, Herr, was ist das herrliche Abenteuer für uns beiden? Öffne mir die Augen und Ohren des Herzens, damit ich erkenne, was du vorbereitet hast, damit wir gemeinsam darin wandeln können. Und Gott tut Wunder. Jeden Tag. Jeden Tag. Ja, also durch seinen Glauben an Gott wurde er gerettet. Ihr Lieben, in diesen Zeiten zählt einzig und allein der Glaube. Aber wichtig ist, in wen setzen wir unseren ganzen Glauben? Wir brauchen nicht großen Glauben, aber Glauben an einen großen Gott. Im Hebräer 11, 7 heißt es, durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Ja. Und außerdem wurde er aufgrund seines Glaubens von Gott mit einem ewigen Bund geehrt. Im 1. Mose 9, 12 bis 16 lesen wir, und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Noch einmal, 1. Mose 9, 12 bis 16. Ein Mann, der sich da sehr gut auskennt, hat mir gesagt, Maria, jede Sekunde des Tages und der Nacht gibt es auf der Erde einen Regenbogen. Nicht nur, wenn du ihn siehst in deinem Land,
dann ist er halt für die ganze Welt gerade bei dir. Aber für die ganze Welt gilt das, jede Sekunde ist irgendwo ein Regenbogen, weil Gott seinen Bund hält. Also auch der Noah ist ein großes Vorbild für uns. Nicht die Meinung anderer Menschen über ihn war ihm wichtig, sondern allein das, was Gott ihm sagte. Und wenn Gott dich verwenden will in seinem Reich, dann musst du frei werden von Menschenfurcht, von Menschengefälligkeit. Dann musst du frei werden, das zu glauben, was andere Menschen dir sagen wollen. Und nur auf das hören, was Gott dir sagt. So, also nicht die Meinung anderer Menschen über uns war ihm wichtig, über ihn war ihm wichtig, sondern allein das, was Gott ihm sagte. Und obwohl er keine Ahnung vom Schiffsbau hatte, vertraute er Gott, dass das Vorhaben gelingen würde, wenn er auf sein Wort hörte und alles so ausführte, wie Gott es ihm auftrug. Ja, wenn Gott dich beruft in eine besondere Aufgabe, dann gibt er dir alles, was du brauchst. Alles. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Haus gebaut. Und jetzt durfte ich schon im Auftrag Gottes über 300 Häuser bauen, zum Teil große Schulen, Krankenhäuser, ganz viele Kinderhäuser, Gästehäuser, Werkstätten. Und Gott gibt mir jedes Haus in einer Vision. Kurz bevor ich aufwache im Morgen, sehe ich ein Bild von einem Haus. Nicht jeden Tag, aber wenn wieder so ein Projekt ansteht. Und dann habe ich immer schon ein Stück Papier auf meinem Nachtkastel mit einem Stift. Und dann tue ich das ganz schnell aufzeichnen, nur sehr primitiv, ja, nur damit ich mich erinnere. Und dann gehe ich zu meinem Architekten, ein junger Mann, der durch unser Werk studieren durfte, auch ein Verwandter meines Sohnes. Und dann sage ich ihm, was ich wieder gesehen habe. Sagt er, Mama, hast du wieder Audienz gehabt? Sage ich, jawohl. Und er kann schon, wenn ich ihm es erkläre, dann, ich bin immer überrascht, wie er dann das so zeichnet, wie ich es in meiner Vision gesehen habe. Und jetzt haben meine Mitarbeiter geglaubt, ich habe Architektur studiert. Ich habe gesagt, ich habe keine Stunde Architektur studiert. Aber der größte Architekt der Welt, der diese ganze Welt geschaffen hat, mit all dieser Schönheit, mit all diesen großen Dimensionen, kleinen Dimensionen, dieser Architekt lebt in mir. Und er kann doch mir diese paar Häuschen zeigen, die er durch mich jetzt hier auf dieser Erde bauen will. Und wisst ihr, jedes Haus, ich sage immer, Papa, wir tun alles, was du sagst, aber bezahlen musst du. Denn was du anschaffst, musst du bezahlen. Und das tut er auch. Nie im Überfluss, aber immer so, dass wir schön weitermachen können. Ja, also das war der Noah. Ja. Und wisst ihr, von diesen Menschen müssen wir lernen. Der hat mich mal gefragt, ob ich bereit bin, den Glauben dann des Noah zu bekommen. Ich habe gesagt, Herr, das ist aber schon sehr lang, 100 Jahre ausgelacht zu werden. Aber inzwischen habe ich es fast geschafft. Der Herr ist gut. Und wenn wir mal unseren absoluten, hundertprozentigen Glauben in diesen Gott Vater haben, für den nichts unmöglich ist, nichts zu schwierig ist, nichts zu gefährlich ist, nichts zu hässlich. Also er ist einfach ein Gott, der Lösungen hat in allen Situationen, beeinflusst hat in meinem Denken, in meinem Erkennen von Gottes Gnade, und das ist die Mutter Jesu, ein einfaches Mädchen, Maria. Wenn ich mir vorstelle, Gott hat ein 15-jähriges Mädchen auserwählt, um seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt zu bringen. Sie war ein gehorsames, gottergebenes, tiefgläubiges, demütiges, junges Mädchen. Sie war bereit, Jesus in sich aufzunehmen, ihn wachsen zu lassen, bis die Welt ihn sehen konnte. Und Maria hat, wie der Engel kam und ihr verkündigt hat, dass sie schwanger wird, hat sie geantwortet, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Das lesen wir in Lukas 1,38. Man muss sich bewusst machen, diese Maria
war in Gefahr, gesteinigt zu werden, als sie schwanger wurde, obwohl sie noch nicht verheiratet war. Genauso hätte es sein können, dass man sie für verrückt erklärte, wegen der Geschichte, die sie zu erzählen hatte. Und es bestand die Möglichkeit, dass sie den Mann verlor, mit dem sie verlobt war. Doch obwohl sie vieles nicht verstand und sicher auch ein wenig Angst hatte, lobte sie Gott. Das lesen wir in Lukas 1, 46 bis 55. Man muss sich vorstellen, die geistige Reife dieses jungen Mädchens. Maria erwiderte, gelobt sei der Herr, wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Ewigkeit zu, von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Und nun hat er seinem Diener Israel geholfen. Er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein, wie er, es unseren Vorfahren, aber und seinen Kindern immer verheißen hat. Ja, sie achtete sorgfältig auf alles, was sie mit Jesus erlebte und behielt es in Erinnerung. Im Lukas 2,51 lesen wir, daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth, nachdem er im Tempel die Pharisäer unterrichtet hat, nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. Maria hat sich nie selbst in den Mittelpunkt gestellt, sondern wies immer die Menschen auf ihn. Wisst ihr, das ist auch das Geheimnis von uns. Wir sollen ihn aufnehmen, sollen ihn in uns wachsen lassen. Und dann allen Menschen sagen, tut, was er euch sagt. Tut, was er euch sagt. In Johannes 2,3-5. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Übrigens, das ist das erste Wunder, dass Jesus, wovon wir wissen, vielleicht hat er vorher schon andere Wunder, aber das ist das erste aufgezeichnete Wunder, sagte sie zu ihm. Sie hat gesagt, sie haben keinen Wein mehr. Und er sagte, was hat das mit mir und dir zu tun? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an, tut, was immer er euch befiehlt. Ihr Lieben, Gott hat uns den Auftrag gegeben, die Kranken zu heilen, die Dämonisierten zu befreien. Gott hat uns den Auftrag gegeben, sein Wort zu verkündigen. Aber ihr Lieben, lasst uns nicht selbst in den Mittelpunkt treten, sondern Jesus bleibt im Mittelpunkt. Maria blieb Jesus treu bis zu seinem Tod am Kreuz. In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena, eine Prostituierte. Hier lesen wir in Johannes 19,25. Maria hatte in den Augen der Welt sicherlich nicht viel vorzuweisen. Sie war ein einfaches junges Mädchen. Das Einzige, was sie auszeichnete, war ihr Glaube an Gott. Auch wir brauchen nicht viel. Es reicht, wenn wir Gott vertrauen, von ganzem Herzen und ihm unser Leben ganz hingeben. Dann kann Gott mächtige Dinge damit anstellen. Also, jeder, der dieses Video, jetzt diese YouTube-Botschaft hört, ich glaube, Gott will dir sagen, mein Auftrag, den ich für dich habe auf dieser Welt, ist weit größer, als du dir vorstellen kannst. Weit größer. Bist du bereit? Wisst ihr, viele kennen meine Aussage schon, Gott hat für jeden von euch, die zuhören, eine Berufung. Die haben wir schon im Mutterleib bekommen. Und dann bereitet uns Gott vor. Denn jede Berufung braucht auch ein intensives Training des Charakters. Und in der Zeit des Charaktertrainings hat Gott zwei Geschwindigkeiten. Langsam und sehr langsam. Und da möchten wir, dass es schnell geht. Und wenn er uns einmal so weit hat, dass unser Charakter und unsere Berufung
in einer Einheit sind, dann sagen wir langsam, denn da kommt dann, kommen wir auf den Highway von Heiligkeit und Herrlichkeit. Und da fängt Gott an zu wirken in einer Geschwindigkeit, wo uns manchmal schwindelig wird. Ich bin jetzt mittendrin. Jeden Tag sage ich, Herr, was ist dein nächster Schachzug? Du bist einfach unschlagbar mit deinen Ideen. Und es geht stup, stup, stup. Er hat mir gesagt vor 2 Jahren, dass alles viel schneller wird. Dass das ganze Werk auf eine hohe internationale Ebene von Verantwortung kommt. Und dass ich so viel Freude haben werde, dass ich es kaum ertragen kann. Und ich sehe alle 3 Punkte. Gott arbeitet daran und es wird sich erfüllen. Ja, also, wie wird man ein großer Mann oder eine große Frau Gottes? Große Männer und Frauen werden gemacht, nicht geboren. Also diese ganzen Beispiele zeigen jetzt, die Helden der Bibel kamen aus unterschiedlichen Hintergründen, oftmals aber waren sie sehr arm, bescheiden und einfach. Große Männer und Frauen sind also ganz gewöhnliche Menschen, kommen aus gewöhnlichen gesellschaftlichen Verhältnissen, haben eine gewöhnliche Arbeit unter gewöhnlichen Mitmenschen, in gewöhnlichen Gemeinden. Jesus selbst wurde in einem Stall geboren. Er war Flüchtling in Ägypten, lernte den Beruf seines Vaters, der Zimmermann war. Wenn du ein großer Mann, eine große Frau Gottes werden möchtest, und ich glaube, das wollt ihr alle, das vertraue ich wenigstens, sei bereit, jede Art von Arbeit zu tun, wie bescheiden sie auch sein möge, solange du ethisch, moralisch keine Kompromisse eingehen musst. Große Männer und Frauen sind außerdem ihre eigenen Wachhunde. Sie üben sich in Selbstkontrolle und Selbstdisziplin in allen Bereichen ihres Lebens. Deshalb benötigen sie keine Einmischung, keine Kontrolle von außen, wobei sie gleichzeitig den weisen Rat anderer suchen, wie wir gleich noch sehen werden. Eines der besten Beispiele aus der Bibel für einen Menschen mit einem hohen persönlichen moralischen Maßstab ist Josef. Josef war ein junger Träumer, der von seinen Brüdern gehasst wurde. Eifersucht und Neid hat sie getrieben, diese Brüder. Aber in schwierigen Situationen war er ein Mann voller Glauben und widerstand moralischen Versuchungen. Sein Herz blieb unberührt und von plötzlichen Erfolgen in seinem Leben. Er zeigte brüderliche Liebe. Er war denen gegenüber freundlich, die ihn stark verletzt hatten. Josef war anders als seine Brüder. Im 1. Mose 37,2 lesen wir, dass Josef erst 17 Jahre alt war. Und gerade in diesem Alter ist es schwierig, dem Gruppendruck zu widerstehen. Doch große Männer und Frauen müssen Leiterschaft in der Gesellschaft aufrechterhalten. Sie müssen Konflikte direkt angehen. Eine Leitungsperson, die Gruppendruck nicht entgegensetzen kann, ist zum Scheitern verurteilt. Wichtig auf dem Weg in die Berufung Gottes ist es außerdem, sich leiten zu lassen, einen Mentor oder geistlichen Begleiter zu haben. Na, wenn wir uns dann das Leben Josefs anschauen, sehen wir, dass er viel Zeit mit seinem Vater verbrachte. Auch Mose hatte einen väterlichen Freund, seinen Schwiegervater Jitro, der ihm gute Ratschläge erteilte. Bemuttert oder bevatert zu werden, verringert die Zeit, die wir benötigen, um einen festen Charakter zu entwickeln. Mentoring verringert die Reifezeit in allen Lebensbereichen. So suche dir Menschen, deren Leitung du dich unterstellen kannst, nicht die dich zwingen, sich ihrer Leitung zu unterstellen. Das muss freiwillig sein. Ein Vater stiftet einen Sohn für Sicherheit, sowohl spirituell als auch physisch. Er fördert Stabilität und Charakter. Ich hatte während meines ganzen Lebens bis heute Mentoren. Meine Eltern, Lehrer, Pastoren, Menschen, die schon das erreicht hatten, was ich erreichen wollte. Und wir lernen auch aus unseren Fehlern. Ihr Lieben, träume den Traum, den Gott für dich hat. Denn der Traum, den Gott für dich hat, ist weit größer als das, was du mit deinem natürlichen Leben erreichen könntest. Rechne mit der Gnade Gottes.
Gott war mit Josef, aber Josef wurde als Sklave verkauft. Sein Herr sah, dass Gott mit Josef war und erwies ihm deshalb Gnade. Das lesen wir im 1. Mose 39, 3 bis 4. Auch der Gefängniswärter sah das, weil Gott mit Josef war, hat er ihm alles übertragen im Gefängnis. Im 1. Mose 39, 21. Josef hatte Gottes Test bestanden. Er lebte ein Leben als Diener in Bescheidenheit und Heiligkeit. Schließlich baue er eine tiefe und liebevolle Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus auf, lies das Wort Gottes und ernähre dich von ihm. So wirst du zu einem großen Mann oder einer großen Frau Gottes. Und eines garantiere ich dir, wenn Gott dich zu einem großen Mann oder großen Frau Gottes macht, wirst du alle Ehre Gott geben. Denn du wirst erkennen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und Gott ist sehr eifersüchtig, wenn es um die Ehre geht. Freude darfst du behalten, so viel du willst. Ihm danken, solange du willst. Aber die Ehre gib ihm. Und ich möchte noch ein paar Gedanken euch geben, die vielleicht euch ermutigen, auf dem Weg eine große Frau, ein großer Mann Gottes zu werden. Nicht in den Augen der Welt, sondern in den Augen Gottes. Aber wenn du einmal dort bist, dann wird auch die Welt erkennen, dass Gott mit dir ist. Ja, also zum Abschluss noch ein paar Gedanken, die noch erhellen, was uns zu großen Männern und Frauen Gottes machen kann. Zu Menschen, die Gott begabt und beruft. Eines habe ich schon erwähnt, wir brauchen nicht großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Nur ein paar Gramm Gehorsam sind mehr wert als Tonnen von Gebeten. Die Wege der Menschen führen zu einem hoffnungslosen Ende. Die Wege Gottes führen zu einer endlosen Hoffnung. Wer vor Gott kniet, kann vor jedermann stehen. Wenn du betest, gib Gott keine Anweisungen, sondern melde dich bereit zum Dienst. Und trainiere täglich. Geh mit Gott. Und nichts kann die Wahrheit so zerstören, wie wenn wir sie strecken. Sorgen machen ist die Dunkelkammer, in der Negative entstehen. Wirf alle deine Sorgen auf Gott, alle deine Bedenken, all deine negativen Gedanken, wirf sie auf Gott. Gib Gott, was richtig ist und nicht, was übrig bleibt. Schenk dich Gott bedingungslos, hundertprozentig. Gott sucht Menschen, die ihn mehr lieben als alles andere und die Sünde mehr hassen als alles andere. Mit solchen Menschen kann Gott die Welt verändern. Wir, du und ich, wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Das ist ein Ausspruch von Mahatma Gandhi, ein weiser Ausspruch. Wisst ihr, immer wieder jetzt auch bei diesen letzten Wahlen habe ich gehört, wir brauchen Veränderung, wir brauchen Veränderung. Und dann hatte ich die Gelegenheit, mit einigen dieser Konkurrenten zu sprechen, die Präsident werden wollten. Dann habe ich gesagt, ihr habt so recht. Wir brauchen hundertprozentige Veränderung. Das ist wirklich die Wahrheit. Du musst dich verändern und ich muss mich verändern. Dann haben wir die Veränderung. Wir wollen nämlich oft, die anderen sollen sich verändern, nicht ich. Ja. Aber ihr Lieben, die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest, die muss bei dir beginnen. Wisst ihr, solange wir beten, Herr, verändere immer nur die anderen, passiert gar nichts. Aber wenn du mal anfängst zu sagen, Herr, verändere mich. Er hat mir mal gesagt, alles, was mich bei anderen Menschen stört, ist mein eigenes Problem. Das war sehr überführend. Denn ich habe für all die Menschen, die mich gestört haben, gebetet, dass sie sich verändern. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fang bei mir an. Und als er bei mir angefangen hat, mich zu verändern, war plötzlich die Beziehung geheilt. Und die anderen Menschen haben sich dann zu verändern begonnen. Aber es musste mit mir beginnen. So lass dich verändern. In den Menschen, mit dem Gott Geschichte schreiben kann. Apostelgeschichte möchte er mit dir schreiben. Und fang an, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Bete für die Kranken in Jesu Namen. Lies das Wort Gottes und tu, was es sagt. Bleib in ihm und er in dir. Und du kannst bitten, was du willst. Seine Worte, wenn du in mir bleibst, sagt der Herr Jesus, und meine Worte in dir bleiben, kannst du bitten, was du willst. Und es wird dir geschehen. Habe deine Lust am Herrn.
Und dann wird dein Leben lustig. Er sagt, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere wird dir zufallen. Das Wort Gottes, es heißt auch im Sprüche 3, 4 und 5, glaube ich, ist das, wir sollen uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern alleine auf Gott. Verlass dich auf Gott. Wage es, das ganze Gewicht deines Lebens in die Hände Gottes zu geben. Und er wird die Verantwortung deines Lebens übernehmen. Er liebt dich. Er hat große Pläne mit dir. Und er wird das gute Werk vollenden, das er in dir begonnen hat. Wir können es nur verzögern, aber nicht verhindern. Shalom, Shalom.